Einen wunderschönen guten Abend. Zuerst ein technischer Hinweis. Für alle, die Deutsch nicht ausreichend sprechen, gibt es heute Simultandolmetschung. Und dafür bitte vorne ein Gerät zu holen. Jó estét kívánok, és először is egy ilyen technikai megjegyzés, akinek szükség van tolmácskészülékre, a beszélgetés nyelve német lesz. Tehát aki úgy gondolja, hogy nem tudja követni németül, annak rendelkezésére áll a tolmács. Einen wunderschönen guten Abend zu einem Literaturabend mit Robert Menasse und Laszlo Győri. Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung als Österreichisches Kulturforum gemeinsam mit dem Goethe-Institut machen, weil es ist für uns die Auftaktveranstaltung zu hoffentlich einer Reihe von Gesprächen über Europa. Das haben wir uns vorgenommen für das kommende Jahr, ein besonderes Jahr, weil sich zum 20. Mal der ungarische EU-Beitritt jähren wird, nächstes Jahr im Mai, und Ungarn auch im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird. Und mit wem könnte man besser so eine Reihe einleiten wie mit Robert Menasse, der gerade erst am 30. November mit seinem neuesten Buch Die Erweiterung den Europäischen Buchpreis gewonnen hat und von dem glücklicherweise Laszlo Győri das Werk davor, die Hauptstadt, A Főváros, auch bereits auf Ungarisch übersetzt hat. Und ich denke, wir haben die ideale Kombination gefunden für ein Gespräch über Europa und die Werke von Robert Menasse, in denen er sich mit Europa, der Europäischen Union, von der wir alle Teil sind, auseinandersetzt, in unterschiedlichster Form, sehr unterhaltsam. Ich denke, es sind zwei wirklich mitreißende, erheiternde, aber auch nachdenkliche Werke, über die wir heute mehr erfahren werden. Und dann bitte ich unbedingt auch noch Miriam Bruns vom Goethe-Institut um ein paar Worte. Danke, Christian. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung an Sie und euch alle. Es ist auch uns eine große Freude, wieder etwas Gemeinsames zu machen, denn gerade im Bereich der Literatur verbindet uns die gleiche Sprache zwischen Österreich, Deutschland, und wir machen sehr viel zusammen. Und für heute Abend finden wir es ganz besonders bezaubernd, dass wir über dieses europäische Thema sprechen können mit einem deutschsprachigen Autor, einem Österreicher, der in der deutschen Literatur bei Suhrkamp verlegt, bei einem deutschen Verlag, und heute machen wir das Ganze hier in Ungarn. Also wer müsste nicht nur ein Europäer sein, wenn man das hinkriegt, als Österreicher bei den Deutschen zu verlegen, 2017 den Deutschen Buchpreis zu bekommen? Das können Sie, und das ist wunderbar, und darum freuen wir uns, dass Sie einfach hier sind. Und noch viel, viel schöner ist es natürlich auch, dass wir vom Übersetzer selber hören. Das Goethe-Institut fördert recht viele Übersetzungen. Na, schauen wir mal. Wird schon. Wir haben die Erwartungen, und ich glaube, wir haben die ersten Gespräche ja schon ein bisschen mit Ihnen geführt. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr charmanter Abend. Das Goethe-Institut freut sich immer wieder, auch in der Übersetzungsförderung tätig zu sein. Und das ist uns auch eine große Ehre, dass das auch in dem Fall des Buches Der Hauptstadt, dass wir das ein wenig unterstützen durften. Aber Sie sind hier, um nicht uns zu hören, sondern unsere beiden Gesprächspartner in diesem Sinne. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Danke. Guten Abend, herzlich Guten Abend. Willkommen. Ich möchte als Ergänzung hinzufügen, dass das Goethe-Institut jetzt die Möglichkeit hat, auch den zweiten Teil der Trilogie zu fördern, denn seit gestern wissen wir, dass das Buch auch auf Ungarisch kommt. Meine Bescheidenheit lässt nicht verraten, wer das übersetzen wird. Und das Buch würde dann voraussichtlich 2025 erscheinen. Wir haben hier ein Fauxpas begangen. Wir wollten eigentlich dieselbe Stelle lesen aus der Hauptstadt, aber wir haben vergessen, das deutsche Exemplar mitzubringen. Also Sie müssen, wir haben also einen Kompromiss gefunden, dass Robert einen Teil aus der Erweiterung vorliest, und inzwischen versuche ich ganz, wie soll ich sagen, also ganz
aufgeregt, eine Stelle in der Hauptstadt zu finden, die ich vorlesen werde. Also beginnen wir mit dir, Robert. Sofort lesen oder Gespräch haben wir, also damit wir können, man. Wir ja, das auch ja, okay. Ja. Aber vielleicht damit eines vorab, weil ich gerade als Österreicher bezeichnet wurde. Mir läge viel daran, wenn man mich nicht als Österreicher, sondern als Wiener bezeichnen würde. Der Unterschied zwischen Wien und Österreich ist so dramatisch groß. Und ich weiß nicht, ob Sie die Anekdote kennen, Egon Friedell. Das war in den 20er und 30er Jahren ein bekannter Wiener Schriftsteller und auch Historiker und Kulturwissenschaftler. Und der hat ein Theaterstück geschrieben, das in Berlin aufgeführt wurde. Und die Berliner Zeitung hat dann geschrieben in einer Kritik, es ist vollkommen unverständlich, dass ein Stück von diesem völlig untalentierten Autor, der kaum Deutsch kann, in Berlin inszeniert wird. Wieso, also von einem so untalentierten Autor aus München, der kaum Deutsch kann, in Berlin aufgeführt wird. Und Egon Friedell hat dem Berliner Tagesspiegel geantwortet und hat gesagt, untalentiert lasse ich gelten, kaum Deutsch, das ist Interpretationssache, will ich gar nicht diskutieren, aber dass Sie mich als Münchner bezeichnen, wird ein gerichtliches Nachspiel haben. Und mir geht es heute so, wenn ich als Österreicher bezeichnet werde. Ja. Diese Folklore, die in den Kickl-Faschismus führt, mit der kann ich mich nicht identifizieren. Wien ist anders. Und deutschsprachiger Autor, das hat mir gefallen. Ja. Aber gleichzeitig, wir reden ja über Europa. Ja. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig zu begreifen, dass wir nicht nur eine regionale Identität haben, sondern auch ein Leben, in das die Tatsache, dass Europa einen Einigungsprozess seit 60, 70 Jahren macht, dass es in unser Leben und damit auch in unsere Identität hineinwirkt. Und darüber zu sprechen, ist viel interessanter. Also das Problem Budapest und Ungarn kennen wir. Ich glaube, das ist ein gemeinsames Problem, eine gemeinsame Sache zwischen den beiden Ländern. Ich habe gestern Frau Seib versprochen, dieses Gespräch mit einem Witz zu beginnen, und eigentlich ist mir kein guter Witz eingefallen, aber es gibt einen Witz, den man heutzutage sehr oft zitiert. Ich würde den Witz keinesfalls erzählen, weil ich ganz bestimmt versauen würde, aber die Pointe ist, oder nicht die Pointe, sondern eine Wendung davon ist sehr häufig in den heutigen politischen Diskussionen. Und zwar, es geht um einen alten Onkel, der zu einem Probeflug mitgebracht wird, und bei allen Flugmanövern sagt er, das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich nicht gedacht. Und also diese Wendung, das hätte ich nicht gedacht, ist eigentlich Teil unseres Alltags. Es geschehen heutzutage jeden Tag Sachen mit uns, die ich nicht gedacht habe. Überhaupt nicht. Also es ist im schlimmsten Traum nicht vorgekommen. Und das gilt eigentlich nicht nur für Ungarn, sondern auch Europa und auch die Welt. Also wir sind jetzt, wir stehen da und verstehen die Welt nicht. In deinem Roman in der Hauptstadt hast du noch eine mehr oder weniger heile Welt
geschildert oder nicht ganz heil, aber du hast auch, also ist auch eine Warnung. Aber seitdem sind sehr oft Sachen passiert, die wir tatsächlich nie gedacht hätten. Und also das letzte Ereignis, was du, also chronologisch gesehen, was du in der Hauptstadt beschreibst, ist die Flüchtlingskrise. Das ist ja 15, du hast das Buch 15, 16 geschrieben. Und seitdem, also erkennen wir nicht mehr die Welt. Wie oft hast du daran gedacht, dass du das nicht hättest denken können? Wenn man sich mit der Europapolitik wirklich beschäftigt, dann weiß man schon oder dann lernt man mit der Zeit, dass verschiedene, also eine bestimmte Art von Konflikt immer wieder dazu führt, dass nicht das vernünftigste Ergebnis herauskommt. Man muss einmal die Grundidee verstehen und dann den Widerspruch. Die Grundidee ist, die Generation, die das europäische Einigungsprojekt begonnen hat, diese Generation und diese Gründerväter des Projektes zur heutigen EU geführt hat, die hat in einer einzigen Lebenszeit, also nur in der Dauer eines Lebens, vier brutale Kriege erlebt. Ja, zuerst den Deutsch-Französischen Krieg, dann den Ersten Weltkrieg, dann den Polnisch-Russischen Krieg und dann den Zweiten Weltkrieg. Der Polnisch-Russische wird gern vergessen, aber der war zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. So, dazwischen noch Bürgerkriege. Und die Generation hat folgende Erfahrung gehabt. Schon nach dem Ersten Weltkrieg hat es breite Friedensbewegungen gegeben, ja, also es hat Demonstrationen gegeben, es hat Initiativen gegeben, es hat Organisationen gegeben, die eingetreten sind für Frieden, für das Verbot von Waffen. Bertha von Suttner, die erste Friedensnobelpreisträgerin damals, hat das berühmte Buch geschrieben, das ein Bestseller wurde, Die Waffen nieder. Es gab Friedensverträge. Und all das hat nichts genützt, hat zum nächsten Krieg geführt. Warum hat das nichts genützt? Das hat deswegen nichts genützt, diese breite Friedensbewegung, weil der Aggressor nicht identifiziert worden ist. Und der Aggressor heißt Nationalismus. Man hat an die Nationen appelliert, keinen Krieg zu führen. Das war verrückt, weil die Nationen haben zum Beispiel Friedensverträge nur dazu genützt, Zeit zu finden, um aufzurüsten und den nächsten Krieg zu führen. Die Generation, die nach 1945 gesagt hat, das soll nie wieder geschehen dürfen, hat das genau das erkannt. Und die hat gesagt, wir werden Frieden nur dann auf diesem Kontinent verwirklichen können, wenn wir den Aggressor niederringen, wenn wir den Nationalismus besiegen, wenn es gelingt, einen nachnationalen Kontinent aufzubauen. Und die Grundidee war so einfach wie genial. Man schafft supranationale Institutionen, die eine gemeinsame Politik für die teilnehmenden Länder entwickelt, so und die Ökonomien so ineinander verflechten kann, dass keine Nation mehr etwas gegen eine andere unternehmen kann, ohne sich selbst zu schaden. Das war die Grundidee dessen, was zur heutigen EU geführt hat. Und diese Idee ist genial und hat weit getragen. Wenn man zum Beispiel sich überlegt, was alles an nachnationaler Entwicklung in Europa in der Folge möglich wurde. Ein gemeinsamer Markt statt nationalen Märkten. Ein grenzenloses Europa ohne nationalen Grenzen im Schengen-Raum. Eine gemeinsame Währung statt nationalen Währungen.
Erasmus-Raum statt. Erasmus-Raum statt nationalen Universitäten. Aufenthalts-, Lebens- und Arbeitsfreiheit aller europäischen Bürger in ganz Europa, ohne Fremdenpolizei und so weiter. Das heißt, die nationale Entwicklung hat relativ weit getragen. Das Interessante heute ist nur, dass sich seit einigen Jahren eine Gegenbewegung entwickelt hat, eine Renationalisierung der europäischen Mitgliedstaaten. Ein Versuch, nationale Souveränitätsrechte nicht nur für die Weiterentwicklung zu verweigern, sondern überhaupt auch von Brüssel zurückzufordern. Und jetzt haben wir die Situation, wir haben eine nachnationale Entwicklung und eine Renationalisierung der Mitgliedstaaten. Das ist ein Widerspruch, der keine gemeinsame Schnittmenge hat, der keine gemeinsame Lösung haben kann. Das ist, man kann nicht schwanger oder nicht schwanger, da gibt es kein Mittelding, da gibt es nicht ein bisschen schwanger. Ja? Und das ist das europäische Problem heute. Das liegt aber auch am System der Europäischen Union. Weil wir haben zwar die nachnationale Entwicklung und es haben ein, zwei Generationen europäischer, weitsichtiger Politiker immer wieder zugestimmt, Gemeinschaftsrecht zu akzeptieren und zu fördern, aber es wurde verabsäumt, so etwas wie eine Weiterentwicklung des Systems zu machen, wo auch dann wirklich eine gemeinsame europäische Demokratie Schritt für Schritt entwickelt werden kann. Demokratie in Europa heißt noch immer nationale Demokratie. Wir können nur national wählen. Wir können sogar das Europäische Parlament nur auf der Basis von nationalen Listen wählen. Jetzt gibt es die Schlaumeier, die politischen Schlaumeier, die sagen, ich will, sagen wir in Österreich, ja, Kanzler werden, ich will eine Wahl gewinnen. Wie kann ich das? Es wird nur national gewählt. Also muss ich den Wählern versprechen, ich kümmere mich um ihre, also ich verspreche ihnen nationale Lösungen von all ihren Problemen. In Österreich, in Ungarn, in Polen, ganz egal. Ihr habt Sorgen, ihr habt Probleme, das machen wir national. Ich mache das als euer nationaler Führer. So. Nur, es kann keine nationalen Lösungen von Problemen geben in einer Welt, in der alle großen Krisen längst transnational sind. Kein nationaler Kanzler oder Regierungschef kann die Finanzmärkte herausfordern. Das geht bis hin zu, kein nationaler Regierungschef kann an den Grenzen seiner Nation sagen, Erderwärmung, stopp. Hier hast du nichts verloren, ich habe versprochen, meine Nation davor zu retten. Es gibt keine Möglichkeit mehr für die großen Krisen, die großen Herausforderungen, nationale Lösungen zu machen. Das fördert aber wiederum das Bedürfnis der Menschen, die wählen gehen, nach nationalen Politikern, die radikaler, die konsequenter sind. Sie sagen, der hat das nicht geschafft. Also entweder dasselbe sagt dann, macht man das noch radikaler, macht man das noch konsequenter, oder die Menschen sagen, wir wollen einen anderen, der radikaler, der konsequenter ist. Der kann auch nicht liefern. Daraufhin sagen die Menschen, wir brauchen einen, der noch konsequenter ist. Und das ist der Weg in den autoritären Staat, statt in den gemeinsamen europäischen Rechtszustand. Und das in Europa, in allen Mitgliedstaaten, weil es nicht möglich ist, eine gemeinsame europäische Demokratie zu entwickeln. Nachnationale Entwicklung, die hat weit getragen, Renationalisierung, das heißt Blockade, das heißt Stillstand, das heißt Unmöglichkeit, irgendein Problem zu lösen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
weil wir die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise angesprochen haben. Vor über 20 Jahren hat bereits die Europäische Kommission begonnen, Konzepte zu entwickeln für eine gemeinsame europäische Migrationspolitik. Wie man das geordnet machen kann. Es haben alle Mitgliedstaaten gesagt, das wollen wir nicht, weil wenn ich heimfahre von Brüssel in mein Land, wie soll ich den Wählern erklären, es kommen Ausländer? Und sie haben sich gefühlt also sehr schlau, weil sie sich gedacht haben, hierher können eh keine kommen, das ist ein Binnen-Ungarn, ja, oder Österreich. Ja. Woher kommen die Flüchtlinge? Die kommen nicht mit dem Fallschirm runter, die müssen irgendwo anders ankommen. Die sollen das Problem haben. Und die europäischen Staatschefs sind sich wahnsinnig listig vorgekommen, als sie in Schengen 3 Abkommen gemacht haben. Für Flüchtlinge zuständig sind nur die Länder, wo der Flüchtling ankommt. Und sie haben keine geordnete Politik akzeptiert. Sie haben eines vergessen. Die ankommen, reisen weiter. Ja? Die ankommen, wollen nicht unbedingt auf der italienischen Insel Lampedusa bleiben. Wenn sie dort ankommen, die reisen weiter. So. Dann tun sie das. Und was haben wir? Anarchie und Rechtlosigkeit, weil es keine geordnete europäische Migrationspolitik gibt. Das Problem haben wir deshalb, weil die Nationalstaaten das verhindert haben. Heute sagen die Nationalstaaten, wir verhindern weitere Flüchtlinge, statt dass sie sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Wir müssen heute einen ordentlichen, vernünftigen Rahmen schaffen, wie wir das machen können. Vor allem im Hinblick auf die künftige Entwicklung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Europäischen Kommission gibt es Papiere, die hochrechnen, was in den nächsten 20 Jahren aufgrund der Erderwärmung für Flüchtlinge vor Dürre und Naturkatastrophen sich auf den Weg machen werden. Das sieht man schon jetzt. Es geht ja nicht nur um Syrienkrieg, ja, sondern es geht ja perspektivisch ja um viel, viel mehr. Das sind Millionen Menschen. Wenn man das nicht entscheidet, wenn man da kein Gesetz macht, wenn man keine Regeln macht, wird es die helle Anarchie. Die Nationalisten glauben immer, man kann den Nationalstaat schützen, das kann man nicht. Vor allem nicht, wenn es eine Gemeinschaftspolitik wie in der EU geben soll. So, jetzt bin ich noch einmal bei dem Punkt. Nachnationale Entwicklung, Renationalisierung, hier gibt es keinen Kompromiss, hier gibt es nur Blockade. In der Hauptstadt, in dem Roman, habe ich ja beschrieben, auch, ich habe erzählt von engagierten Beamten, die also interessiert sind, eben eine vernünftige, demokratische Gemeinschaftspolitik zu machen und auf der anderen Seite Vertreter von Mitgliedstaaten, Nationalisten und so weiter, die vor allem im Europäischen Rat sitzen. Ich weiß nicht, ob Sie das Institutionengefüge kennen. Kommission, Europäische Kommission ist für Gemeinschaftspolitik zuständig, Europäischer Rat für die Interessen der Nationalstaaten. Und habe versucht, es zu beschreiben, wie sich das blockiert. Warum habe ich das versucht? Ich bin der Meinung, ein Roman als Gattung, ein Roman als literarische Idee ist nichts anderes oder sollte nichts anderes sein, als die Epoche, in der man lebt, in Erzählung gefasst. Wie erzählt man von der Epoche, von der Ära, in der man lebt? Und ich bin der Meinung, dass man heute nicht mehr von unserem Leben erzählen kann, ohne mitzureflektieren, dass all das in unser Leben hineinspielt, dass all das Auswirkungen in unser Leben hat. Eigentlich sind deine früheren Bücher, also die Publizistik, schon, aber die früheren Bücher
befassen sich nicht mit der EU. Also du hast dieses Thema gefunden und das erste Mal in der Hauptstadt verwendet oder beschrieben. Du hast dein Personal aus allen möglichen europäischen Ländern genommen und ich finde, also das war total neu. Und dabei ist es, liegt es so oder scheint es so auf der Hand zu liegen. Also wie bist du drauf gekommen? Also wie kam es dir, dass man keine Geschichten in Wien oder in Vorarlberg schreiben? Man kann das schon, aber ich finde, man muss es mitreflektieren, was der Prägestempel der Epoche ist. Wenn du sagst, meine früheren Romane haben nichts mit der EU zu tun gehabt, ja, das stimmt, aber da war ja zum Beispiel Österreich auch noch nicht EU-Mitglied. Hat denn dein Interesse dafür geweckt? Nein, eben genau das. Ja. Also was spielt in mein Leben hinein? Was macht den Unterschied? Ja? Was macht den Unterschied? Ich habe Romane geschrieben davor, ich habe eine Trilogie geschrieben, die ist davon ausgegangen, dass man immer gesagt hat, wir leben in Zeiten der Postmoderne. Das war eine Reflexion dieses Epochenbegriffs, Postmoderne. Ja, leben, lieben, leiden, hoffen, scheitern unter der Voraussetzung der Postmoderne, was immer das ist. Ja. Ich habe versucht, mit den Mitteln der Postmoderne, der Postmoderne aufsässig zu sein. Das war damals sozusagen die Herausforderung. Später hat sich das immer deutlicher gezeigt, dass das europäische Einigungsprojekt, dass die Tatsache, dass es so etwas durchaus gibt wie eine gemeinschaftliche Entwicklung, dass das konkret in unser Leben hineinspielt, dass das etwas verändert mit uns. Und ich wollte es verstehen, ich wollte wissen, wie ist das, also es produziert Realität, aber wie, das wollte ich wissen. Und darum bin ich nach Brüssel gegangen, habe eine Zeit lang in Brüssel gelebt und ich wollte hineingehen sozusagen in die Fabrik der europäischen Realitätsproduktion. Ja. Ich habe mir das angeschaut, wie das alles zustande kommt. Also ich habe mir angeschaut, wie diese Institutionen arbeiten, wie die Menschen darin arbeiten, welche Widersprüche es da gibt und welche Auswirkungen das auf uns alle hat. Und auch wenn man das jetzt nicht unmittelbar im Alltag spürt, also man geht aus dem Café hinaus, geht über die Straße, schaut rechts und links und denkt nicht, aha, ich muss jetzt aufpassen, ob da jetzt nicht irgendein Einfluss von der EU von rechts herbeirast. Ja, also man tut ja nicht immer an das Denken, aber es hat Auswirkungen auf unser Leben. Und ich habe versucht, dem nachzuspüren. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht so kompliziert, es ist ganz primitiv. Reden Sie mit Ihren Großeltern. Reden Sie mit den Großeltern und fragen Sie sie, wie war das, fragen Sie den Opa, wie war das, wie du die Oma kennengelernt hast? Das waren ganz andere Bedingungen, andere Gesetze, andere Tabus, andere Ideale, andere Lebensmöglichkeiten. Ja? Und das alles verändert sich mit der Geschichte. Und manches verändert sich, weil Menschen etwas durchsetzen, aber sie tun das dann, also nicht nur in Budapest, also dass man sagt, ja, also wir enttabuisieren die Liebe jetzt in Budapest. Ja? Nein, das sind globale, das sind europäische, das sind historische Prozesse. Und dann wird das auch irgendwann Gesetz und wirkt in das Leben der Menschen hinein. Ja? Das ist eigentlich ein ganz selbstverständlicher Prozess. Und solange es gut geht, wird Optimismus produziert. Solange das einigermaßen gut geht,
erwartet man, dass es aufwärts geht, dass mit der Wohlstand wächst, dass die eigenen Kinder es einmal besser haben werden und all diese Dinge. Das hat nicht mit dem Fleiß eines Einzelnen zu tun. Das sind gesellschaftliche Prozesse, das sind politische Prozesse. Und wenn es nicht gut geht, wenn so große Widersprüche entstehen wie jetzt, dann auf einmal entsteht Pessimismus. Auf einmal sagt man, es geht nichts weiter, es ist irgendwie komisch, das Geld wird weniger wert, ich habe weniger Lebenschancen. Was wird es noch werden? Wird es meinen Kindern noch besser gehen als mir? Wahrscheinlich nicht. Was kann ich verteidigen? Was kann ich retten aus meinem Leben? Und da kommt einer und sagt, ich habe die Lösung, ich werde dich retten. Und zwar, weil ich die Nation retten werde. Jesus, er rettet die Nation, er rettet mich. Ja, so. Und dann nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Ja, das sind politische Prozesse, und die hineinspielen in die individuellen Anstrengungen, und die individuellen Fehler spielen wieder hinein in die politischen Prozesse. Und nichts anderes hat meiner Meinung nach jemals ein Roman erzählt. Romane erzählen von nichts anderem. Lesen Sie Dickens. Ja, lesen Sie Balzac, ja, lesen Sie Fontane. Ja, nur um drei Beispiele zu nennen, die mir jetzt gerade einfallen, und ich will es gar nicht zu tun, als würde ich mich bei der ungarischen Literatur extrem gut auskennen. Aber auch da habe ich Beispiele gelesen. Es geht darum, genau das zu erzählen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Ich bin Schriftsteller und erzähle. Wäre ich nicht ein so glänzender Erzähler, dann würde ich sagen, ich kann das nicht, aber ich sehe das Problem, ich gehe in die Politik. Ich bin aber jetzt nicht Politiker geworden, sondern Erzähler geblieben. Der Politikwissenschaftler ist da in deinem Buch. Du hast vorhin über diese ganze gegenwärtige Krise in der EU gesprochen, und ich habe manchmal das Gefühl, dass sehr viel auf der Kippe steht. Also jetzt steht die ganze EU auf der Kippe, und wir sind zu einem Punkt gelangt, wo wir nicht mehr wissen, wohin es weitergeht. Mir ist sehr oft eingefallen, dass daran unter anderem auch das Niveau der Politik eine Schuld hat. Nämlich, dass also dass Politik kein intellektueller Beruf mehr ist, oder man hat sehr oft, man sieht sehr oft Politiker, die ernsthafte zivilisatorische und kulturelle Defizite haben. Also man denke, zum Beispiel, also wie ein Mann wie Manfred Bayer, Manfred Weber seinen Posten bekam, oder wie also ich könnte auch ungarische Politiker nennen, wenn mir welche einfallen würden. Aber also das ist sehr trist, was wir heute sehen. Und die Politik verblödet. Also ist das auch woran liegt das? Also früher gab es Politiker mit Visionen, sie haben Weitsicht, sie haben gehabt, sie haben Gestaltungswillen. Bitte? Ja, Gestaltungswillen. Ja. Ja gut, das hat damit zu tun, die hatten Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, wie gesagt, es soll nicht wieder geschehen, wir bauen ein friedliches Europa auf. Unmittelbar nach dem Krieg auf die Idee zu kommen, ein friedliches Europa aufzubauen, ist, sagen wir, ist auch keine geniale Idee, es ist aber eine Notwendigkeit gewesen. Ja? Und diese Männer und Frauen damals,
Es gab mehr Männer, aber es gab auch einige Frauen, wie zum Beispiel Simone Weil, also die eine Auschwitz-Überlebende und dann erste Präsidentin des Europäischen Parlaments. Die haben gesagt, was müssen wir tun, um den Kontinent zu befrieden? Was können wir tun, um diese Feindschaft, die schon erst dreimal zu Kriegen geführt hat, zwischen Frankreich und Deutschland zu beenden und so weiter. Das heißt, die haben wirklich also eine große Vision gehabt, die aber verankert war in realer historischer Erfahrung und in realer historischer Situation. Und dann haben die Schritt für Schritt sind die vorangegangen. Und immer mit dieser Idee. Es leben Menschen nicht ewig. Es sterben die, da kommt die nächste Generation. Die nächste Generation, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie das vergleichen mit einer Familie. Der Opa war im Krieg. Ja? Der Papa hat im Wiederaufbau gesehen, wir müssen jetzt fleißig arbeiten, um die zerstörte Stadt wieder aufzubauen und unser Leben einzurichten und Lebensumstände zu schaffen, in denen wir leben können. Der Enkel hat den Opa noch erzählen gehört. Opa, wie war das? Und der Opa hat gesagt, ja, das war so und wir haben die Idee gehabt und wir haben folgende Erfahrung gemacht und so weiter. Aber die nächste Generation hatte keinen Opa mehr, der wirklich wusste, was passiert ist. Und ihre Realität war ein Wohlstand, den Vater oder Großvater produziert haben und der für sie selbstverständlich war. Und die haben keine Veranlassung mehr gesehen, daran was zu ändern. Die haben gesagt, alles super, Wohlstand, Friede, ich suche da mein Glück. Wenn man Politiker war, hat es bedeutet, ich verwalte diesen Zustand. Man hat ja keine Vision mehr gebraucht. Was gibt es Besseres als Wohlstand und Friede? Ja. Vision war weg. Und in dem Augenblick, wo die Vision weg war, sind die nächsten dumme Erben. Vertrottelte, dumme Erben. Ja? Und das schaut dann zum Beispiel so aus, dass dann, was ich, ein Mann wird Kanzler in einem europäischen Mitgliedstaat. Warum wird er Kanzler? Er wollte Kanzler werden. Er hat sich einer Wahl gestellt. Er hat mitgebracht als Hauptqualität oder Hauptqualifikation eine enorme neurotische Energie, weil wozu, wie kann man sonst das alles ertragen, bis man Kanzler wird? Dann ist man Kanzler, als erste Tat gibt man in Auftrag Visitenkarten, in denen draufsteht Kanzler. Und dann kommt der Sekretär im Kabinett und sagt, Herr Bundeskanzler, Sie müssen ja übermorgen nach Brüssel fliegen, da ist Ratssitzung. Was mache ich in Brüssel? Der hat nicht eine Sekunde daran gedacht, dass er, wenn er unbedingt Kanzler werden will, dass er dann auch Sitz und Stimme in einer europäischen Institution hat. Und er hat auch bei der ganzen Wahlbewegung, er ist gegangen von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, hat Reden geschwungen, wählt mich zum Kanzler, ich mache euch alle glücklich. Er hat nicht einen einzigen Satz darüber gesagt, was er machen wird, wenn er europapolitische Verantwortung hat. Verstehen Sie? Weil die haben das alles vergessen. Die haben das alles vergessen. Der Opa hat es noch gewusst. Verstehen Sie? Das ist das Prinzip. Der Opa hat es gewusst. Die haben es nicht mehr drinnen. Die glauben nur noch, man kann exklusiv seine eigenen Wähler irgendwie glücklich machen. Und es kommt noch was dazu.
die Vorstellung, eine Gestaltungsvision zu haben. Ich stelle mir vor, wenn ich Politiker bin, ich werde dafür eintreten, dass die Zukunft so oder so gestaltet wird. Und deswegen will ich in die Politik. Zum Beispiel 70er Jahre, sozialdemokratischer Politiker sagt, ich will eine Gesellschaft, in der Chancengleichheit für alle Kinder besteht. Es darf nicht sein, dass nur die Kinder der Reichen in gute Schulen kommen können. Es sollen alle gute Schulen haben. Ich sehe nicht ein, dass Frauen, wenn sie schwanger werden, nicht abtreiben können oder daran sterben, wenn sie es illegal machen. Abtreibung muss frei sein, es muss eine Befreiung der Frauen geben. So, das ist ein Gestaltungsanspruch. Das gab es. Heute ist es so, ich will Kanzler werden, ich sitze in meinem Arbeitszimmer, drücke auf einen Knopf, hereinkommt der Sekretär und legt mir vor die neuesten Meinungsumfragen. Und da sehe ich, das und das muss ich sagen, weil das wollen die Leute hören. Das hat keinen Gestaltungsanspruch mehr. Ja? Und wenn Leute Angst bekommen, wenn Menschen sich vor der Zukunft fürchten, wenn Menschen bewahren wollen, dann werden sie konservativ. Wenn die Angst steigt, werden sie reaktionär. Wenn jetzt der Politiker die Meinungsumfragen liest und er merkt, die Leute wollen reaktionäres Klumpert hören, dann sagt er halt reaktionäres Klumpert. Der hat keinen Gestaltungsanspruch. Der Opa hat es noch gehabt, der Opa. Verstehen Sie? Und das ist das Problem der heutigen Europäischen Union. Es gibt diese Visionen nicht mehr, die am Anfang standen. Es gibt diesen Gestaltungsanspruch nicht mehr. Und wenn man heute Kanzler werden will, weiß man, wenn man Regierungschef werden will, weiß man, gewählt werde ich nur national. Ich muss irgendeinen Unsinn über nationale Fragen sagen. Ja? Und ab und zu nach Brüssel fliegen und Geld abholen. Aber die EU ist nicht ein Bankomat. Die EU ist eine Idee. Die EU ist ein Zukunftsanspruch. Aber der ist nicht vereinbar mit dem System von national organisierten Interessen. Das ist das heutige Problem. Du hast eine Zeit lang in Brüssel gelebt und hast die Mechanismen in der EU kennengelernt. War das eine Enttäuschung für dich? Was hast du erwartet, bevor du nach Brüssel gegangen bist? Ich bin hingegangen und habe Vorurteile gehabt. Das gängige Vorurteil, da sind irgendwelche Bürokraten am Werk, weltfremd vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Und ich möchte wissen, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ja. Und ich bin in die Institutionen hineingegangen, ich habe mit vielen Menschen geredet und ich war ziemlich verblüfft, was für kompetente und engagierte Menschen da arbeiten. Ich habe sie auch bewundert, weil ich war der Meinung, ich bin mir ziemlich dumm vorgekommen, ich war der Meinung, ich könnte das nicht, ja, viersprachig, ja, in vier Sprachen zu arbeiten, mit dieser Geduld, mit dieser Kompetenz, mit dieser Qualifikation, mehrere Postgraduate-Abschlüsse an den besten Universitäten. Ich habe nicht gewusst, zum Beispiel, dass jedes Jahr 30.000 Menschen aus ganz Europa sich in einen Konkurs bewerben für einen Posten in einer europäischen Institution. 30.000 jedes Jahr im Schnitt. 100 bekommen einen Job. 100 von 30.000. Da muss man verdammt gut sein. Ja? Also
ich wäre der typische Scheiternde. Ja, aber es war spannend, das zu beobachten. Und gleichzeitig habe ich aber auch beobachtet, welche Frustrationen diese Menschen erleben, ja? Gegen welche Widerstände die arbeiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das mich sehr berührt hat. Die Europäische Kommission hat vor ca. 15 Jahren erste Konzepte entwickelt für die Harmonisierung der Arbeitsrechte in Europa. Weil es ist wirklich nicht einzusehen, eigentlich, dass in einer politischen Union Menschen für dieselbe Arbeit verschieden hohen Lohn bekommen, je nachdem, wo sie zufällig auf die Welt gekommen sind oder wo sie zufällig arbeiten. Und dass sie verschieden hohe Steuern zahlen und verschieden gute Gesundheitsvorsorge haben, ja, und verschieden hohen Arbeitslosenschutz. Jetzt hat die Kommission gesagt, das geht nicht, wir sind eine politische Union, wir müssen das harmonisieren. Und das würde nebenbei gesagt auch ein Problem aus der Welt schaffen, nämlich die Arbeitsmigration und die Intelligenzflucht sozusagen. Weil wenn ich heute in Rumänien einigermaßen qualifiziert bin für, sagen wir, irgendwas, digital oder so, dann weiß ich, wenn ich nach Deutschland gehe, verdiene ich mehr. Aber diese Menschen fehlen ja dann in Rumänien. Ne? Also wenn wir das vereinheitlichen, würden wir zwei Probleme besiegen. Wir würden den Gleichheitsgrundsatz ernst nehmen, wir würden gleiche Rechte für gleiche Arbeit schaffen und wir würden den Brain Drain stoppen, der für einzelne Mitgliedsländer ja dramatisch ist. Es haben die Minister und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, also haben mit Veto das blockiert, vor 15 Jahren und seither regelmäßig. Das Interessante ist aber Folgendes. Auf der einen Seite haben Mitgliedstaaten daraus demagogische Propaganda gemacht. In Deutschland wurde zum Beispiel, auch in Österreich wurde erzählt, wenn wir das Niveau angleichen, das geht ja nur, wenn wir auf vieles verzichten, damit es den anderen besser geht. Wollt ihr wirklich weniger Arbeitslosengeld kriegen, weniger Sozialhilfe, nur damit die Rumänen ein bisschen mehr haben? Das war nie das Konzept, aber das wurde behauptet. Es haben natürlich alle Wähler gesagt, ich wähle den Vertreter, ich wähle den Kanzler, der mir verspricht, dass das verhindert wird. Ja? Und gleichzeitig hat man also damit auch alles blockiert in diesem Zusammenhang, was auch ohne große Probleme und ohne große Kosten möglich gewesen wäre. Ich sage Ihnen jetzt ganz konkret, wie das war. Vor 15 Jahren, der Plan war, im Lauf von 20 Jahren eine Harmonisierung herzustellen, zum Beispiel bei einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Es ist ja nicht einzusehen, wenn ich in Europa arbeite und ich werde arbeitslos, dass ich abhängig bin dann von einer nationalen Arbeitslosenversicherung, auch wenn ich in einem anderen Land gearbeitet habe. Ja? So, wie kann man das machen? Die Idee war, im Laufe von 20 Jahren die Harmonisierung durchzuführen und zwar in ganz, ganz kleinen Schritten. Wenn man arbeitslos wird in einem Land, das eine hohe Arbeitslosenversicherung hat, bekommt man von der EU 20 Euro und die 20 Euro werden abgezogen von der nationalen Arbeitslosenversicherung. Das heißt, ich bekomme dasselbe wie vorher, nur 20 Euro kommen von der EU.
In Ländern, wo das niedriger ist, kriegt jeder Arbeitslose 20 Euro von der EU zu dem drauf, was die jeweilige Nation zahlt. Und es wird Jahr für Jahr erhöht, der Beitrag. Die, die schon bereits hohe Arbeitslosengelder haben, bei denen wird es immer national abgezogen, bei denen, die niedrige haben, wird es draufgeschlagen. Niemand verliert was, aber die weniger haben, gewinnen. Und nach 20 Jahren ist es in ganz Europa harmonisiert. Das war vor 15 Jahren. Wissen Sie, wie wir heute dastehen würden, wenn das damals begonnen worden wäre? Ja? Es ist grottenblöd, dass es damals aus billigen, populistischen, demagogischen Gründen verhindert wurde. Und das könnte ich Ihnen 20 solche Beispiele vorführen. Ich hab 4 Jahre in Brüssel gelebt, ich habe mit hunderten Beamten geredet, ich habe Papiere gesehen, mir wurden Dinge erklärt, wo ich mir immer denke, wieso ging das nicht, wieso war das nicht möglich? Es wäre heute ein anderes Beispiel. Harmonisierung des Steuer, also die Fiskalharmonisierung, Steuerrecht. Ja? Der Versuch der Kommission, das einzuleiten. Und wir reden also von der Zeit, in der Jacques Delors Kommissionspräsident war. Das war wirklich ein großer Europäer, der hat solche Dinge probiert. Heute ist von der Leyen Kommissionspräsidentin von der Nationalstaaten Regierungschefs Gnaden, die hat von Europa keine Ahnung. Aber damals gab es noch Utopien. Steuerharmonisierung. Es ist ja wirklich nicht einzusehen, dass je nachdem, wo ich gerade lebe, arbeite und Steuern zahle, dass das Steuersystem vollkommen verschieden ist, in einer gemeinsamen Union. Es hat ja vorgeschlagen, Schritte zur Harmonisierung der Steuersysteme. Das wurde von den Mitgliedstaaten verhindert, und zwar aus dem vertrottelten Grund, wenn es eine Konkurrenz der Steuersysteme gibt. Konkurrenz ist immer gut, bekanntlich. Wenn es Konkurrenz der Steuersysteme gibt, dann ist es besser für die Wirtschaft. Wenn ich zum Beispiel bin rumänischer Ministerpräsident, dann kann ich sagen, macht eure Fabrik in Rumänien, wir machen die Infrastruktur, wir zahlen die ganze Ansiedlung, wir zahlen alles. Und ihr zahlt auch kaum Steuern. Und dann kann ich vor meine Wähler treten und kann sagen, ich habe 2000 Arbeitsplätze geschaffen. So denken die. Das Problem ist nur, wenn die Firma, sagen wir, jetzt vorher in Deutschland sitzt und der Firmenchef sagt, na gut, dann gehen wir nach Rumänien oder gehen wir nach Polen, da zahlen wir weniger Steuern. Die 2000 Arbeitsplätze, die dort geschaffen werden, sind 2000 Arbeitslose in Deutschland. Was ist der Sinn von dem Ganzen? Ja? Jetzt hat es nur dazu geführt, dass große Unternehmen, und die heißen ja nicht zufällig multinationale Unternehmen, ja, die einzelnen Mitgliedstaaten immer wieder erpresst haben. Der Herr Mateschitz, Red Bull, Sitz Österreich, Salzkammergut, geht zum österreichischen Finanzminister und sagt, du weißt, ich bin ein großer Patriot und ich liebe Österreich. Daraufhin sagt der Finanzminister, um mir das zu sagen, hast du einen Termin bei mir haben wollen? Naja, ich wollte nur sagen, ich will ja nicht weg von Österreich. Dann sagt der Finanzminister, warum sollst du denn weg von Österreich? Sagt er, nicht schon, weißt du, ich bin ja verantwortlich auch für die Stakeholders und für alle, die da in meinem Konzern irgendwie Interessen haben. Und als verantwortungsbewusster Kaufmann muss ich ja immer schauen, wie kann ich den größten Gewinn herausschlagen. Und das haben mir die Polen angeboten. Die Polen, ja, du kennst ja die Polen. Ja. Die haben mir angeboten, ich zahle Gewerbesteuer. Aber ich möchte so gerne in Österreich bleiben. Es ist so schön.
3000 Arbeitsplätze. Na, mach dir keine Sorgen. Zahlst du da auch keine Gewerbesteuer. Verstehst du, so geht es. Und das fehlt dann in den nationalen Budgets. Und es fehlt wo? Bei den Pensionen, bei der Bildung, bei der Gesundheit, bei der Infrastruktur. Verstehen Sie? Und das ist der Grund, warum wir nach 40, 50 Jahren Jahr für Jahr Wirtschaftswachstum auf einmal unsere Gürtel enger schnallen müssen. Ja? Die Europäische Kommission damals und vor 15, 20 Jahren Jacques Delors, die haben das kommen gesehen und haben Papiere entwickelt. Wissen Sie, wie diese Papiere genannt werden in der internen Sprache in der Europäischen Union? Die werden genannt Märtyrerpapiere, weil sie immer gleich zerrissen werden von den nationalen Staats- und Regierungschefs. Und wenn man das studiert, wenn man dort, wenn man das alles erforscht, wenn man sich diese Geschichten alle anhört, dann fragt man sich wirklich, wie es noch möglich ist, wenn man einigermaßen informiert ist, noch Hoffnungen an eine nationale Demokratie zu stellen. Man wird betrogen. Ja? Und das hat mich so zu faszinieren begonnen, dass ich versucht habe, das auch am Beispiel von Biografien, von Lebensentwürfen, am Beispiel von den Hoffnungen und Frustrationen konkreter Romanfiguren zu erzählen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir noch viele, viele Jahre nicht die geringste Chance haben, so wie jetzt die Entwicklung ist, diesen Widerspruch aufzubrechen. Ich möchte nicht, dass du vorhersagst, Vorhersage ist, ja, man kann eigentlich, also für die Zukunft ist das sehr schwer. Aber wie siehst du die EU in 10 Jahren? Also was wird passieren? Also wenn die Orbans dieses Kontinents siegen auf die Dauer, ja, Fico in der Slowakei, Kickl in Österreich, Meloni in Italien, Le Pen in Frankreich, Geert Wilders in Holland, das sehen wir jetzt, ja. Dann ist das Ende der EU. Dann werden wir in 10 Jahren keine Europäische Union mehr haben, sondern rauchende Trümmer. Man darf nicht vergessen, dass die Europäische Union ja nicht nur ein idealistisches politisches Projekt war, sondern auch letztlich eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und das war aber auch notwendig, weil die Wirtschaft ist die Basis. Ja? Das ist nicht nur Marx, das ist auch George Wilhelm Bush, ja? George W. Bush, ja? Oder Bill Clinton, die gesagt haben, it's the economy stupid. Das heißt, können wir uns darauf verlassen. Also, Wirtschaft ist die Basis. Die Wirtschaftsunion wird durch einen Zerfall der Europäischen Union zerstört. Das heißt, Zerstörung der Lieferketten, Zerstörung einer gemeinsamen Wertschöpfung. Ja, das kann man jetzt auflisten. Das Ergebnis wird sein, dass es eine große Misere geben wird. Das kann sich heute überhaupt niemand vorstellen. Es gibt Ökonomen, die das hochrechnen. Es gibt Wirtschaftsforscher, die das wirklich mit Zahlen belegen können, was das bedeuten würde. Wiedereinführung von Zöllen, ja, und so weiter. In Klammer gesagt, muss ich da noch was einfügen, um noch einmal klarzumachen, wie vertrottelt Nationalisten sind. Es gibt auch in Österreich und es gibt auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten immer wieder Stimmen, die sagen, wir brauchen keine politische Union, es genügt die Wirtschaftsgemeinschaft. Es genügt für unseren Wohlstand der gemeinsame Markt und die Wirtschaftsgemeinschaft. Aber ohne Politik, keine politische Union, nur Wirtschaftsgemeinschaft. Wie vertrottelt muss man sein, um zu glauben, es gibt eine Wirtschaftsgemeinschaft ohne Politik? In dem Augenblick, wo man eine Wirtschaftsgemeinschaft hat, braucht man zur Regelung
dieser Gemeinschaft, Wirtschaftspolitik. Hat man gemeinsame Währung, braucht man, richtig, Finanzpolitik. Es gibt keine Wirtschaftsgemeinschaft ohne Politik. Das heißt, die, die sagen, wir brauchen keine politische Union, sondern nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, zerstören alles. Die zerstören die politische Union, aber auch die Wirtschaftsgemeinschaft. Und das wird Folgen haben. Und wenn die Auseinandersetzung gewinnen, dann wird Misere herrschen. Und dann ist die Frage, welche Lehre man dann daraus zieht. Ob die Menschen sagen, das soll nie wieder geschehen dürfen, das hatten wir schon mal, dann fängt es von vorne an, auf der Basis der Erfahrungen, die wieder gemacht wurden, dann wird dann wieder besser. Die andere Möglichkeit meiner Meinung nach ist, dass politische Entscheidungsträger oder heutige Oppositionelle dann die Möglichkeit bekommen, bei Gefahr des sonstigen Untergangs, das dann doch politisch so zu organisieren, dass der Zerfall abgewendet wird. Also, ich weiß es nicht, ich bin kein Hellseher, nur es steuert im Moment auf eine große Katastrophe hin und die Frage ist, werden wir sie erleiden oder wird es möglich sein, knapp vorher noch einmal innezuhalten und eine politische Lösung im System zu finden. Es muss aufhören, dass das System davon bestimmt ist, dass die nationalen Staats- und Regierungschefs die letzte Entscheidung treffen. Ich glaube, das wäre ein sehr pessimistisches Ende. Darf ich noch ein bisschen über Ungarn fragen? Ich habe 1972 11 Monate in der beschaulichen Kleinstadt Hódmezővásárhely meinen Militärdienst absolviert. Und also ich war ein verwöhnter Junge aus Buda und das erste Mal wurde ich mit der Wirklichkeit, mit der Realität konfrontiert. Also ein ganz neues Erlebnis für mich war die Kneipe. Und in der Kneipe gab es eine Tafel, es ist strengst verboten, auf dem Boden zu spucken und Schnobli. Ich weiß nicht, wie man Schnobli auf Deutsch nennt, das ist ein sehr primitives Glücksspiel. Und davon habe ich die Lehre gezogen, also wenn man das hinschreibt, dann muss das einen Sinn haben. Also hier wird oft auf den Boden gespuckt. Und jetzt sieht man eigentlich dasselbe. Es gibt einen Ministerpräsidenten aus einem ganz kleinen Land, der eingeladen wird und auf den Boden spuckt, in die Bodenvase pinkelt und so weiter und so fort. Also er benimmt sich ja daneben. Und das hat eine große Wirkung ausgeübt. Also heutzutage gehört es noch nicht zum guten Ton, aber es ist, naja, man pinkelt halt in die Bodenvase. Also das verdirbt irgendwie Europa. Und er hat auch Leute, die ihm folgen. Also wie hat sich dieses Benehmen auf die Union ausgewirkt? Also von der Uni, also wir wissen, wie es in Ungarn ist, aber wie wird Ungarn in der Union gesehen? Also ich kann wirklich nur sagen von außen. Ja, also wie wird Ungarn gesehen? Ja, als Problem. Einfach als Problem, ja. Aber nicht als singuläres Problem, sondern als ein sehr symptomatisches Problem für eben eine allgemeine Entwicklung, für die Renationalisierung der Mitgliedstaaten, für den Versuch,
Europarecht und europäische Freiheiten einfach auszuhebeln. Und Ungarn und Polen, das waren immer die beiden Länder, wo wir gesagt haben, das sind die Länder, die besonders radikal, besonders konsequent im Versuch sind, europäisches Recht zu brechen. Und ich verstehe nicht, warum es keine entwickelteren Sanktionsmöglichkeiten in der Europäischen Union gibt. Als die Union gegründet wurde und als die ersten Erfolge in der Weiterentwicklung der politischen Union stattgefunden hat, hat niemand, glaube ich, sich vorstellen können, dass das eines Tages passiert. Das heißt, man hat keine Vorsorge getroffen. Ja? Ich meine, ich sehe das bei der Ehe meiner Tochter. Ja? Also, die hat sich nicht vorstellen können, dass die einmal mit ihrem Mann Probleme kriegt. Ja? Jetzt hat sie es und weiß nicht, was sie tun soll. Aber sie hat eben nicht nach österreichischem, sondern nach tschechischem Recht geheiratet, weil sie einen Tschechen geheiratet hat. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, was das im Zweifelsfall bedeutet, dass du erst nach tschechischem Recht verheiratet bist? So, das ist wurscht, das ist egal, ich liebe ihn. Ja? Und ungefähr so stelle ich mir vor, die Entwicklung der Europäischen Union, kein Mensch hat sich das vorstellen können, dass das eines Tages passiert. Und jetzt hat man kein Instrumentarium. In der Glanzzeit nationaler Demokratien war klar, dass in der Verfassung vorgesehen wird, so ein Check-and-Balance-System, dass wenn irgendein Verfassungsgrundsatz gebrochen wird, dass es eine andere Institution gibt, die das sanktionieren kann. Ja? Und wenn es der Verfassungsgerichtshof ist. Aber es war vorgesehen. In der EU ist das überhaupt nicht vorgesehen. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, Strukturfördergelder zurückzuhalten. Ja? So, na super. Daraufhin sagt der Orban, na, wenn ihr mir das Geld nicht schickt, dann wird es in Zukunft bei jeder EU-Ratssitzung, egal was ihr wollt, ein Veto geben. Das ist Schengen-Erweiterung, interessiert mich nicht, Veto. Ja? Finanzreform ist mir sowieso scheißegal, wir sind ja nicht einmal beim Euro dabei, aber ich kann euren Euro blockieren. Ja? Und so. Und die wird es noch 3 Monate machen und dann kriegt er das Geld. Und was macht er mit dem Geld? Aber Freunde werden reicher. Und das ist das Furchtbare, ja, dass es diesen Mechanismus des Ausbalancierens von Interessen in der EU noch nicht gibt. Und das ist aber auch eine Schuld der Franzosen, wenn man sich das historisch anschaut. Es gab ja Verhandlungen wegen einer europäischen Verfassung. Und der Präsident des Europäischen Ausschusses zur Verhandlung einer europäischen Verfassung war damals der französische Ex-Präsident Giscard d'Estaing. Und Giscard d'Estaing hat gesagt zu den Verhandlern, macht's was wollt, am Ende muss ich Präsident sein. Ja? Aber das Interessante war dann in der wirklichen, konkreten Debatte, es ist über Kindereien wochenlang diskutiert, das kann man nachlesen, es gibt die ganzen Protokolle. Es ist über Kindereien monatelang diskutiert worden. Darf die Europäische Union Hoheitszeichen haben? Das heißt, so was ich, wie ein Staatswappen oder solche Dinge. Ja? Die Franzosen haben gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, das geht nicht. Weil, wenn die EU Hoheitszeichen und Hoheitssymbole hat, dann würden die über den nationalen Symbolen Frankreichs stehen, weil europäisches Recht steht über dem nationalen Recht.
aber das kann nicht sein, dass über der Tricolore dann noch drüber ein Adler aus Europa, irgendwas, ja. Die haben über das diskutiert. Das glaubt man nicht. Das war das Problem der Nationalstaaten. Hoheitszeichen. Und dann haben wir gesagt, nein, es darf keine geben. Nach monatelangen Ringen gab es einen Kompromiss. Europa darf eine Flagge haben, die blaue Flagge mit den gelben Sternen. So. Aber europäische Verfassung, Frankreich abgelehnt und Niederlande haben das abgelehnt. Und woanders ist es dann gar nicht mehr zur Abstimmung gekommen, weil es eh schon erledigt war. Ja? Wir alle hier in diesem Raum leben in einer Zeit, in der wir Glück hatten, wirkliches Lebensglück, diese lange Friedensperiode mit den Leistungen, die da möglich waren, offene Grenzen und all diese Dinge, dass es in unsere Lebenszeit gefallen ist. Und gleichzeitig haben wir das Pech, dass wir nicht unsere eigenen Enkeln sind. Weil wirklich super wird es erst, wenn die Idee wirklich erfüllt wird. Ja? Wenn es gelingt. Wir haben ein Pech, dass am Ende unseres Lebens der Wahnsinn steht. Ja? Kriege, die näher rücken, nationale Blockaden durch verrückte Staatenführer, Gürtel enger schnallen, bewachsenden Wohlstand, all diese Dinge. Wir haben Glück und am Ende Pech. Die Erweiterung ist der mittlere Teil, also der zweite Teil deiner Trilogie. Eine Trilogie besteht in den meisten Fällen aus drei Büchern, aus drei Bänden. Wie viel möchtest du vom dritten Band verraten? Also ich bin dankbar, wenn einmal die ersten zwei gelesen werden. Ja, und dann schauen wir weiter. Aber ich kann so viel verraten, als ich begonnen habe mit dem Projekt, habe ich einmal, also ich bin nach Brüssel gegangen und habe begonnen eben zu recherchieren. Und mir war sehr bald klar, in einem Roman kann man das nicht alles erzählen. Jetzt habe ich einmal ein Konzept gemacht für drei Romane. Und die Grundidee, man beginnt immer sehr primitiv. Man muss ja da jetzt nichts beschönigen. Also erste Ideen sind immer sehr simpel. Ich habe mir gedacht, so erster Roman, ich gehe ins Zentrum, Brüssel, Hauptstadt. Ich erzähle, was machen die Beamten dort, wie leben die, was macht das und wie spielt das in unser Leben hinein, wo sind die Blockaden und Hauptzentrum. Zweiter Band haben wir dann gedacht, logischerweise Peripherie. Ich gehe an die Peripherie, ich gehe dorthin, wo Länder in die EU erst hinein wollen, ja, aber noch nicht drinnen sind. Was haben die für Hoffnungen, warum wollen die das, wie spielt das in ihr Leben hinein? Wie spielt das auch wieder in unser Leben hinein, weil diese Verhandlungen ja auch irgendwas in der EU bewirken und so. Ja? Zweiter Band. Und dritter Band, das war dann, weil ich ja auch schon davon überzeugt war, dass der Sinn der Europäischen Union darin besteht, dass es eine nachnationale Entwicklung gibt, habe ich gedacht, der dritte Band muss mit den Widersprüchen zu tun haben innerhalb der Nationen. Also, dass Nationen nicht nur grundsätzlich an Bedeutung verlieren, sondern dass es innerhalb von Nationen Bewegungen gibt, die Nationen zu zerstören. Ja. Also die Basken und Katalanen zum Beispiel in Spanien oder die Schotten im United Kingdom und so. Da haben wir gedacht, da gehe ich in diese Länder und schaue, wie diese komisch unsinnige Sprachregelung. Ja. Man sagt, die Katalanen sind Nationalisten, ne? Sagt man immer. Ja, aber die Nation heißt Spanien. Spanien ist eine Nation. Die Katalanen sind eine Region, die wollen raus.
Also wenn man rauswürstelt Nation, ist man Nation oder ich meine, die Nation ist Spanien. Dann kommt das Heer, dann kommt das Militär aus Madrid angereist, das ist das nationale Militär. Also es ist eine verkehrte Welt. Das hat mich interessiert. Und vor allem, ich habe lange Gespräche gehabt mit einem Menschen, mit einem Basken, der in dieser baskischen Bewegung für Autonomie ist. Und der hat gesagt, das ist ja vollkommen logisch. Eine Nation besetzt Territorien, krallt sich Territorien. Eine spanische Nation sagt, ich will Katalonien, ich will Baskenland. Ja? Man nimmt Territorium und versucht es dann zu einigen. Aber umgekehrt, ein Baske hat nicht eine Minute Interesse an einem Territorium, wo keine Basken leben. Das heißt, das ist antinational. Ja? Das hat mich fasziniert, diese Gespräche mit diesen Vertretern der baskischen Autonomiebehörde. Oder Schottland. Ich war in Brüssel, ich war gerade damals in Brüssel, als in Schottland das Referendum für die Unabhängigkeit von United Kingdom war. Und ich kann mich erinnern, dass damals der damalige Kommissionspräsident Barroso, ein intern in Brüssel mit dem Spitznamen versehener Mann namens Pudding, weil er immer gezittert hat, wenn Staatschefs kommen sind und von ihm was wollten. Also wie der Pudding den Schotten gedroht hat, wenn ihr für die Unabhängigkeit bei dem Referendum, für die Unabhängigkeit von United Kingdom stimmt, dann seid ihr draußen aus der EU. Wir wissen heute aus Wählerstromanalysen, das hat 5% bewegt. Das hat 5% bewegt. Wenn der das nicht gesagt hätte, wäre damals das Referendum ausgegangen, Austritt Schottlands aus United Kingdom. So aber, weil die Schotten Europäer sind, weil die breite Mehrheit der Schotten auch wirklich also in der EU bleiben wollen, zum Teil auch davon den Wohlstand beziehen. Ja? Die drei Sardinen, die es fangen, die liegen dann, die leben vom europäischen Wirtschaftsraum. Die waren Europäer und wollten in Europa bleiben und haben daher gegen den Austritt aus United Kingdom gestimmt. Und dann machen sie in London den Brexit. Die sind wirklich schwer betrogen worden. Ja? Und beim Brexit-Referendum haben 70% gegen den Brexit gestimmt. Warum? Weil sie in der EU bleiben wollten. Ja? Aber Birmingham und Manchester und so weiter, und die haben alle, das hat gereicht für den Brexit und damit war Schottland auch draußen. Die Schotten, die gestimmt haben für Remain, United Kingdom, weil sie bei der EU bleiben wollten, sind aus der EU rausgeflogen, weil sie in London, die Nationalisten, den Brexit gemacht haben. So. Und wenn ich heute Kommissionspräsident wäre, oder Kommissionspräsidentin, ich bin eh im falschen Körper. Ja? Wer will schon im Körper eines alten weißen Mannes sein? Ich würde auf die Schotten zugehen und sagen, kommt's in die EU, wir bereiten das vor, wir entwickeln die europäische Rechtssicherheit, dass ihr das Referendum machen könnt und nicht abhängig seid von London. Geschieht nicht. Aber mich interessiert grundsätzlich diese Dynamik. Ich kenne so viele Menschen, die davon betroffen sind, die daran engagiert sind. Was das auch mit ihren Kindern macht, die zum Beispiel Stipendien in Europa hatten und dann zurück mussten und ihre Stipendien nicht fertig machen konnten. Ja, was macht das mit den Menschen? Der Roman ist ja nichts anderes als die große Erzählform, die epische Form, die von solchen Biografien erzählt, von solchen Schicksalen erzählt. Und das war sozusagen der Plan für den
für den dritten Band. Aber ich möchte vorher noch eine Novelle schreiben, einen kleineren Band, sozusagen als Übergang vom zweiten zum dritten Roman. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht irre ich mich, vielleicht schätze ich alles falsch ein. Aber ich denke mir, ich komme im Frühling nach Budapest, vielleicht genügt eine Novelle. Ich muss Ihnen gerade das Mikrofon geben, weil sonst kann es nicht übersetzt werden. Also ein kleiner Zwischenruf. Bevor ich hier zerschlagen nach Hause gehe und in irgendwelche Albträume versinke, erwarte ich eigentlich von einem dritten Band die Frage der positiven Ausrichtung. Also wir haben ja nicht wie früher quasi jetzt das Gemeinschaftspostulat der EU als etwas, wo man sagen kann, naja, da könnte jeder eigentlich Ja zu sagen, sondern wir haben ja mittlerweile ein etwas sehr kompliziertes Werte- und Zielsystem. Also ich denke an die 19 Politikbereiche, die ja als Zielvorstellung und Herausforderungen in den Transformationsprozessen sehr klar sind. Also eine andere Form dessen, was wir sonst so durch die Medien gewohnt sind, also die ja immer plakativ sind. Wenn man, europäisch ist momentan natürlich die Situation, wie Sie sie beschrieben haben, dass wir eben so viele Entscheider haben in den Ländern, die das boykottieren. Aber das wird ja auch diskutiert, ne? Also das Vetorecht, wenn das fallen sollte. Und man sich darauf einigt, wir bleiben eigentlich erstmal in diesem momentanen Gesamtkonzept maximal 27 und versuchen das sozusagen zu solidarisieren, zu festigen mit diesen beschriebenen Zielen und die sozusagen in allen Ländern auch entsprechend dann transportiert. Es gibt natürlich immer noch die Frage der Finanzpolitik, die da immer noch die Knüppel zwischen die Beine wirft. Aber wir hätten sozusagen einen Großteil der Politikbereiche abgedeckt, die dann die stärker ins Bewusstsein vieler Menschen in den einzelnen Ländern transportiert wird und sozusagen die Emotionalitäten des europäischen Bewusstseins fördern würde. Das in diese Richtung würde ich eigentlich bei einem solchen dritten Band denken. Also ich wäre froh, wenn ich bis dahin, wenn ich das Buch beginne, nicht auf den Gedanken kommen muss, der dritte Band muss heißen Der Zerfall. Was Sie sagen über die gemeinsamen Politikfelder und über die Frage der Einstimmigkeit bzw. Vetorecht im Rat der einzelnen Mitgliedstaaten, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich ein Träumer bin oder Fantast und dass Realpolitik irgendwas ganz anderes ist, ja, was ich nicht verstehe. Aber aus meiner Perspektive ist jeder Mensch politisch, der politisch dafür eintritt, dass das Einstimmigkeitsprinzip im Rat aufgehoben wird und das Vetorecht dadurch, beseitigt wird, ein Beispiel dafür, dass er das prinzipielle Problem nicht verstanden hat. Es ist mir wirklich als Europäer vollkommen egal,
ob einstimmig Unsinn von Nationalisten beschlossen wird oder mit Mehrheitsbeschluss. Ja, das Problem ist nicht das Einstimmigkeitsprinzip im Rat, das Problem ist der Rat. Und jetzt kommt was Interessantes dazu. Es gibt Verträge. Und der Rat ist die einzige europäische Institution, der Rat der Staats- und Regierungschefs, der Rat der nationalen Staats- und Regierungschefs, ist die einzige Institution in Europa, die systematisch Recht bricht. Und drum kann auch jeder Nationalist in seinem Land Recht brechen, weil darüber entschieden wird im Rat der nationalen Staats- und Regierungschefs. Und ich sage Ihnen, warum zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, warum der Rat Recht bricht. Im Lissabon-Vertrag ist festgeschrieben, dass der Rat als Institution, als Impulsgeber, ich rezitiere es wörtlich, als Impulsgeber der Europäischen Kommission zu dienen hat. Impulsgeber. Und es ist ihm verboten, sich zum Gesetzgeber aufzuwerfen. Was macht der Rat? Er wirft sich auf zum Gesetzgeber. Der Rat ist es, der sich vorbehält, die letzte Entscheidung zu treffen. Das ist einmalig in der Demokratiegeschichte der Menschheit, dass eine Abstimmung in einem Parlament, die mehrheitlich ein Ergebnis hat, nicht Gesetz ist. Es muss vorher zum Rat. Und der Rat muss sagen, ja, vielleicht. Und nein, eigentlich nicht. Wozu haben wir das Parlament? Wozu haben wir eine europäische Volksvertretung? Der Rat wirft sich auf zum Gesetzgeber, das ist ihm nach dem Lissabon-Vertrag verboten. Jetzt wäre es die Aufgabe der Europäischen Kommission, die nach den Verträgen welchen Titel hat? Ja, Hüterin der Verträge, zu sagen, das geht nicht, das ist ein Gesetzesbruch, das ist ein Vertragsbruch, wir stellen das ab. Warum macht die Kommission das nicht? Warum? Weil der Rat entscheidet, wer Kommissionspräsident ist. Verstehen Sie? Das ist verrückt. Das ist undemokratisch. Das ist wahnsinnig. Das widerspricht der europäischen Idee. Und ich liebe die europäische Idee. Ich verteidige die europäische Idee. Und ich muss sie verteidigen gegen diese kriminellen Nationalisten, die ein System so dermaßen zurichten, dass der Vertragsbruch zum Rechtszustand wird. Ja? Darüber muss man schreiben. Das muss man erzählen, auch was es bedeutet in unser aller Leben. Ja? Der Rat bricht systematisch Recht. Ich gebe ein anderes Beispiel. Es ist vertraglich geregelt, unterschrieben und besiegelt, dass die Anzahl der Kommissare in der Europäischen Kommission reduziert wird, nach einem bestimmten Schlüssel. Sie wissen, warum das notwendig ist. Bisher hatte jedes Mitgliedsland das Recht auf einen Kommissar. Kommissare haben in der Kommission ein sogenanntes Ressort. Das ist wie in einer Regierung, die Minister, die haben ein Ressort. Die Kommissare haben ein Ressort. Als es 6 Mitgliedsländer gab, gab es 6 Ressorts. Ja? Von Landwirtschaft, Finanzen, Bildung, was weiß ich. So, 6 Ressorts. Jetzt haben wir 27. Jede Erweiterung, ja, muss wieder ein nationaler Kommissar in die Kommission. Die Kommission ist zuständig für Gemeinschaftspolitik. Die Kommission ist zuständig für die Harmonisierung Europas. Aber oben reingeschoben werden nationale Kommissare. Das Irre ist noch dazu, die Mitgliedstaaten nominieren die Kommissare, sagen, wir schicken den Herrn sowieso, der soll Kommissar werden, oder wir schicken die Frau sowieso, die soll Kommissarin werden, ohne zu wissen, welches Ressort die bekommen. Weil erst nach der Europawahl, nach der Besetzung der Präsidentschaft, wird gesagt,
Die Ungarn kriegen Bildung, das ist logisch, ja. Die Österreicher kriegen Landwirtschaft, das sind Bauern, ja, so. Aber vorher, die werden nominiert, also es gibt keinen Job auf der Welt, den man bekommt, ohne zu wissen, was die Aufgabe sein wird. Ja, das ist einmalig. Es geht aber nur darum, dass die Nationen oben wen reinschieben können. Mittlerweile 27 Kommissare. Gibt es irgendwo auf der Welt eine Regierung, die 27 Minister hat? 27 Ressorts? Man muss es schon Ressorts erfinden. Man muss Ressorts erfinden. Ja? Artenschutz unter besonderer Berücksichtigung der Regenwürmer oder irgend sowas. Ja? Hauptsache man hat einen Kommissar. Es sollen noch weitere aufgenommen werden, weitere Länder. Dann hat man 29, 30, 35 Ressorts. Das ist unsinnig. Es haben weise Menschen in weiser Voraussicht das Kommen gesehen und haben gesagt, es geht so nicht. Es darf nur maximal 15, 16 Kommissare geben. Maximal. Egal ob 27, 30, 35 Mitgliedstaaten. Maximal. Und die müssen noch Qualifikation vom Parlament gewählt werden. Ist es der Fall? Das ist im Vertrag. Aber wenn der Rat sagt, na, ist im Moment nicht, ja, schauen wir mal, na, wir wollen das eigentlich nicht. Ja, womöglich gibt es dann keinen ungarischen Kommissar. Na, das sind wir dagegen. Verstehen Sie? Der Rat bricht systematisch europäisches Recht. Das müssen wir endlich einmal begreifen. Und wir müssen eigentlich zunächst einmal, wenn man sagt, es ist utopisch, die Verträge zu ändern. Aber man kann eines machen. Man kann sagen, es ist aber, kann nicht utopisch sein, die Einhaltung der Verträge zu fordern. Und wenn man die Einhaltung der Verträge fordert, ist einmal ein Drittel der Kommissare weg. Ja? Wenn man die Einhaltung der Verträge fordert, gibt es keine Kommissionspräsidentin von der Leyen mehr, ja? Sondern da gibt es eine gewählte Kommissionspräsidentin im Sinn der europäischen Verträge mit der Aufgabe, europäisches Gemeinschaftsrecht zu entwickeln. Das ist was anderes als hab Acht stehen vor nationalen Staats- und Regierungschefs. Da braucht man nur die Verträge einhalten. Und das müsste doch möglich sein. Das ist meine Vorbotschaft. Ja, ich glaube, unsere Zeit ist ziemlich fortgeschritten. Bitte? Die Zeit schreitet immer. Ja, das ist ein, ja. Ich verstehe das auch nicht. Ob wir noch lesen wollen? Ach ja, wir reden jetzt noch. Ja. Bitte? Wir reden. Also, wenn, ja, ja. Möchte jemand, bitte, Sir. Also, ich persönlich komme aus Luxemburg. Mein Vater war ein EGKSCK-Funktionär. Ja. Der hat also die frühe Zeit der Bürokratie sozusagen mitbekommen. Und er war besonders auch Prisoner of War der Deutschen. Ja. Er war da einquartiert bei einer Familie aus dem Allgäu, die waren Katholiken. Und das wäre zum Beispiel mein erster Einwand. Ja. Ich glaube nicht, dass das Problem so viel ist, die Nationen. Weil diese Nationen gab es damals in dem Sinn nicht. Es gab auch in Deutschland ganz starke Kräfte, die A, gegen den Nazismus waren, B, gegen den Krieg waren. Ja. Und die aber nicht stark genug waren. Ja. Gegen die Cliquen, die sich da eben im Staat festgebissen haben. Ne? Und das ist, diese Familie hat ihre Söhne nach Russland geschickt und hat sie dort verloren. Ja? Und dafür ist dann ein Franzose gekommen, hat bei ihnen die Kühe gemelkt. Ja?
Das, so war das. Ne? Aber das waren Leute, sie können nicht sagen, die Nation ist das Problem. Für meine Sicht ist die Cliquen und Clans, die sich einer Nation oder in irgendeiner Staatsstruktur bemächtigen, ja, das ist das Problem. Und das genau haben wir heute, ja, sowohl auf globaler Ebene, also die ganz großen Konzerne, wie aber auch auf nationaler und auf regionaler und auf municipaler Ebene. Ja? Das sind überall, wir sind also eine Gesellschaft, die in Cliquen und Clans zerfallen ist, ja? Und die Allgemeinheit hat sehr wenig zu sagen. Ja? Kultur, ja? Sie haben nicht mit einem Wort Kultur, das Wort Kultur gebraucht. Ja? Ich denke, Kultur ist ganz wichtig, und zwar eben weg von der Kultur des Egoismus und der Raffgier, ja? Die jetzt weltweit, ja, alle Regimes befallen hat. Erdogan, Putin, hier, das ist eine Sache. Ja? So, also neue kulturelle Werte zu schaffen oder wieder zu schaffen, das war mal teilweise der Katholizismus, ein bisschen, ja, ein bisschen. Ja? Un poco, ja? So, aber die Lösung aus meiner Sicht ist so katastrophal, die Situation ist so katastrophal, dass die Menschen nichts anderes bleibt, als der Illusion einer nationalen Partei wie Orban oder wie jetzt diese Holländer, ne, nachzufolgen. Ja? Und vielleicht ist ja die Lösung die, dass den einzelnen Ländern die Möglichkeit gegeben wird, also ein Referendum zum Austritt wie Brexit. Ja? Und dann sollen doch die keine Lust mehr haben, ja, in der EU zu sein, sollen einfach raus. Ja. Es ist meiner Meinung nach besser eine kleine EU, die aber auf sagen wir mal, starken gemeinsamen Werten und auch dieses Enforcement dieser Werte, ja, besteht, ja, ist besser wie dieser riesige Schwanz von 27 Egoisten, ja, die also nichts zu, die im Grunde Europa runterbringen. Ne? EU ist nicht Europa, bedauerlicherweise, ja. Die EU und so, und deshalb gibt es in der EU, die EU, Sie haben es ja selbst gesagt mit von der Leyen, ne? Was sind das, die Chefs der EU heute, was ist das denn, ja, von der Leyen, von niemand gewählt, ja, wo, mit welcher Qualifikation, ja, ich habe selbst im Kulturbereich gab es diese Bulgarin, ja, das war eine Angestellte, also die Leute ohne Qualifikation kommen in diese doch ganz wichtigen zentralen Funktionen, und das darf nicht sein. Es muss wieder eine Meritokratie eingeführt werden, ja, so, und das muss mit drastischen Mitteln passieren, ja. Also der gordische Knoten, ja, den wird man nicht mit langwierigen Entwirbelungen, sondern den haut man durch. Ja? Also es muss Korruption und so weiter. Ne? Da kann man nicht sagen, ja, aber das ist der Freund von dieser Partei, von jeder Partei. Nur das sehe ich als eine Lösung, ja? Denn die Situation ist so weit gereicht, dass Sie zum Beispiel, heute können Sie sagen, Frankreich ist kein Rechtsstaat mehr. Warum? Weil der Staat sich nicht die Mittel gibt, überhaupt genügend Richter und Gerichte überhaupt physisch einzuführen. Ja? So. Rufen Sie mal an, die Polizei in Neapel. Ja? Keine Chance, ja? Die kommt vielleicht nach 3 Tagen. Ja? Aber rufen Sie die gleiche Probleme in Prag, kommt nach 2 Minuten. Das heißt, die EU heute ist so unterschiedlich, ja? So unterschiedlich, ja? Dass sie eigentlich nicht keine homogene Einheit mehr darstellt. Ne? Aber darf ich, im Grunde sind es drei Punkte. Sagen Sie was zu Kultur vielleicht. Ja, aber im Grunde haben Sie 3 Dinge angesprochen. Das eine ist, man kann nicht die Nation oder die Nationsidee verantwortlich machen für die Probleme, weil es sind Clans, Cliquen, Mafia-Familien, die sich das unter den Nagel reißen. Dass sie das können und dass dann so viele Menschen daran glauben, dass nationale Souveränität ihnen einen Vorteil gewährt, hat schon mit der Nationsidee zu tun und ist in der Nationsidee begründet, und darum ist die Nation als Idee nach allen historischen Erfahrungen, die wir mit ihr haben, schon das Problem. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, was Sie gesagt haben, Kultur, Werte. Es ist heute wahnsinnig schwierig,
Kultur sozusagen in eine Rechtsform zu gießen, die ein Gemeinschaftsrecht in Europa ermöglicht. Man kann nur ein Gemeinschaftsrecht entwickeln, in dem die freie Entfaltung von Kultur und das Leben in der Befolgung bestimmter Werte möglich ist, befördert wird und nicht sanktioniert wird. Aber man kann nicht also Kultur, unsere Werte. Wissen Sie, heute ist es ja so, dass die sogenannten Werte, die immer wieder gesagt werden, unsere Werte, ja, und die Ukraine kämpft für unsere Werte und die europäischen Werte. Warum finden immer mehr Bürger der Europäischen und Bürgerinnen der Europäischen Union und überhaupt der globale Süden der Welt das Gerede mit den europäischen Werten für pharisäerhaft, für scheinheilig, für falsch, unglaubwürdig? Warum? Weil es wirklich unglaubwürdig ist? Ja, weil es wirklich unglaubwürdig ist. Würden die europäischen Werte einigermaßen ernst genommen werden, dann hätte schon längst Julian Assange Asyl in Europa. Ja? Ein Mensch, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, muss doch im Friedensprojekt Europa Asyl bekommen, statt Gefahr zu laufen, in die USA ausgeliefert zu werden, wo er umgebracht wird. Nur ein Beispiel. Ja? Warum bekommt er kein Asyl in Europa? Es hätte diplomatische Verstimmungen mit den USA zur Folge. Und wenn einmal das wichtiger ist als die Werte, sagt der globale Süden zu Recht, geht scheißen mit euren Werten. Ist ja ganz klar. Und da kann man jetzt viele, viele Beispiele bringen. Ich gebe ein weiteres Beispiel. Ununterbrochen sagt die Frau von der Leyen, die Ukraine verteidigt unsere Werte. Ich bin, das möchte ich vorausschicken, der Meinung, wenn ein Land überfallen wird von einem Aggressor, muss man diesem Land beistehen. Muss man dem Land helfen. Ich glaube sogar, wenn es geschehen wäre, 1938, hätten wir uns vielleicht einen Weltkrieg erspart, wenn man der Tschechischen Republik und der Republik Österreich geholfen hätte gegen den einmarschierenden Aggressor Hitler. Weil damals war er noch nicht so hochgerüstet. Er hat aber begonnen. Man hat gesagt, naja, soll er das Österreich nehmen? Soll er die Tschechische? Vielleicht hört er dann auf. Er hat nicht aufgehört, das wissen wir. Das heißt, die Lehre daraus muss sein, wir helfen der Ukraine. Aber was sagt uns der Satz, Sie verteidigen unsere Werte? Was verteidigen Sie? Sie verteidigen Ihr Leben, Sie verteidigen Ihre Freiheit, Sie wollen nicht unter einer Putin-Diktatur leben. Das allein ist ja noch kein Wert. Kein Mensch weiß, wie im Fall eines Friedens die Ukraine politisch organisiert wird. Wie viele Oligarchen haben das Sagen? Wie sind die Grenzen? Was wollen die? Wie wollen die leben? Nein, sie verteidigen sich, ihr Leben und ihr Territorium. Aber unsere Werte, warum? Das größte Vorkommen von seltenen Erden, die man, Silizium und diese ganzen Dinge, die man braucht zum Handy produzieren und Computer und so weiter, befindet sich zufälligerweise in der Ukraine. Seither verstehe ich den Satz, sie verteidigen unsere Werte. Ja? Ich frage mich, und das meine ich jetzt mit der Scheinheiligkeit, als Putin einmarschiert ist in Georgien, da gibt es außer schlechten Wein keine Bodenschätze. Haben Sie da was gehört von? Das meine ich. Die Scheinheiligkeit. Ja? Das ist das Zweite. Und das Dritte, was Sie angesprochen haben, also nach der Frage, also Nation, ich bin da ganz anderer Meinung, der Nationalismus ist ein Problem. Das gehört aus der Welt geschafft. Das Zweite, die Kultur, das ist, und die Werte. Das ist schwer in einen Gesetzesrahmen zu bringen.
Ja? Und das Dritte, was Sie angesprochen haben, ist die perspektivische Entwicklung der Europäischen Union. Und dazu kann ich Ihnen nur sagen, solange es nicht gelingt, die Idee der Europäischen Union wieder klar im allgemeinen Diskurs zu verankern, solange haben wir keine Chance. Keine Chance. Weil dann bestimmen andere darüber, was politisch getan wird, weil sie das alternativlos bestimmen können. Was wollen Sie sagen einem Menschen, der sagt, naja, der Orban ist ein Schleswig, aber die Pension hat er erst erhöht. Was sagen Sie? Verstehen Sie? Wenn es nicht gelingt, die Idee, die Perspektive der Europäischen Union wieder zum Thema zu machen, solange können wir eigentlich nur zuschauen, was passiert. Dann nehme ich das jetzt zum Anlass abzuschließen mit einem herzlichen Dankeschön für dieses Gespräch, Laszlo Győri und Robert Menasse, und möchte gerne einladen, wenn Sie Interesse jetzt haben, das Buch ist ja A Fővárosi, die Hauptstadt auf Ungarisch, auch erschienen. Sie können es hier vorne beim Geopen Verlag erstehen. Und ich sage auch ein ganz herzliches Dankeschön an Bence Kraus für die anspruchsvolle Dolmetschung im Hintergrund. Ja. Soll nicht unbedankt bleiben. Ja, und bleiben wir weiter im Gespräch. Bitte. Wir sind ja noch hier und sollen weiter diskutieren. Vielen herzlichen Dank. Danke.